Einen gesegneten Morgen darf ich euch allen wünschen. Lasst uns, wo immer es uns möglich ist, niederknien und Gott einladen, dass er uns jetzt besonders segnen kann. Unser lieber himmlischer Vater, unser treuer und wunderbarer Gott, wir kommen heute Morgen zu dir, so wie wir sind, um dich einzuladen, dass du jetzt mitten unter uns bist und dass du alles hinwegnimmst, was unsere Beziehung zu dir stört. Bitte komm du jetzt in unser Herz und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und leite uns in alle Wahrheit, wenn wir über dein Wort nachdenken, wo es heute nicht nur um unseren Zustand geht, sondern auch um die Veränderung unseres Zustands, um die Lösung für Laodicea. Bitte lass einen jeden einzelnen von uns gesegnet werden und salbe meine Lippen und mein Herz und meinen Geist, dass alles zu deiner Ehre geschehe und nach deinem Willen und nicht nach menschlicher Art. Dies ist unser Wunsch und unser Gebet und unser Dank im kostbaren Namen Jesu Christi. Amen. Einen gesegneten Morgen euch nochmal allen. Wir haben jetzt ein besonderes Thema, was wir gemeinsam studieren wollen. Wir denken ja über die Botschaft an die Gemeinde Laodicea nach. Und das heutige Thema heißt, ich rate dir, von mir zu kaufen. Als ich dieses Thema bekommen habe, da wusste ich nicht so genau, ob ich mich freuen soll, denn man würde vielleicht gerne über die Lösung sprechen, oder? Für Laodicea, über das Gold, über die Kleider, über die Augensalbe. Aber nein, da hört mein Textteil schon auf. Ich darf nur sprechen über, ich rate dir, von mir zu kaufen. Gold, Kleider und Augensalbe dürfen noch nicht erwähnt werden. Anscheinend ist das wichtig. Dieses Raten und dieses Kaufen. Tatsächlich ist das völlig einzigartig in den Sendschreiben in der Offenbarung, dass Jesus einen Rat gibt. Das macht er nur bei Laodicea. Sonst gibt er immer so Befehle, zum Beispiel tue Buße, ganz einfach. Ja, das ist die Lösung. Das macht er in Laodicea auch, aber zusätzlich eben dieser Rat. Und da ist natürlich die Frage, warum ein Rat? Und dann natürlich geht es um das Kaufen. Und das macht einen vielleicht auch ein bisschen stutzig. Warum wird hier auf einmal Wirtschaftssprache verwendet? Mitten in einer geistlichen Botschaft. Kaufen. Stellt euch vor, ihr seid in der Innenstadt von Stuttgart und ihr geht dort umher und ihr seht einen Bettler. Und dieser Bettler, der ist logischerweise arm, aber noch dazu ist er nackt und als ob das nicht genug wäre, er ist auch noch blind. Was würdet ihr tun? Was würdet ihr tun? Wer von euch würde hingehen und sagen, ich rate dir zu kaufen? Gold. Kleider und Augensalbe. Ich denke, ihr seht schon, das würde wohl keiner von uns sagen. Aber das ist genau der Ratschlag Jesu an die Gemeinde Laodicea, die da arm ist, nackt, blind, elendig und jämmerlich. Ich rate dir, von mir zu kaufen. Ich meine, das hört sich doch so genauso an wie bei Nikodemus, oder? Ihr müsst von Neuem geboren werden. Oder beim reichen Jüngling, verkaufe alles, was du hast. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Wie soll das gehen? Oder eben bei dem blinden Bartimäus, ja, steh auf, sei sehend. Genauso hört sich das doch an, wenn Jesus Christus zu Laodicea spricht, ich rate dir,
von mir zu kaufen. Offensichtlich geht es um ein geistliches Kaufen. Wir wollen über drei Teile ganz besonders nachdenken, wenn wir jetzt heute über Laodicea und diesen Teil nachdenken. Wir wollen nachdenken über ich und du. Wer ist es noch einmal, der hier diese Worte spricht? Wer wird angesprochen? Ist unser erster Teil. Der zweite Teil, es geht um das Raten. Warum gibt Jesus hier einen Ratschlag? Und der dritte Teil natürlich, und das ist hoffentlich der Schwerpunkt, das Kaufen. Wir wollen natürlich gerne wissen, wie das geht und was damit gemeint ist. Zum ersten Teil, ich und du. Natürlich ist es Jesus Christus, der hier spricht. Und ich möchte gleich vorne wegnehmen, das macht den entscheidenden Unterschied. Wäre es irgendein Mensch, der einen Bettler sieht in der Innenstadt von Stuttgart und er würde ihm sagen, ich rate dir zu kaufen, das würde keinen Sinn machen. Aber wenn Jesus Christus sagt, ich rate dir zu kaufen von mir, dann dürfen wir nicht vergessen, wer er ist. Er ist Gottes Sohn und er ist der Menschensohn. Wir erinnern uns, er wird genannt in Offenbarung 3, Vers 14, der Amen heißt. Und wir haben in den Kleingruppen ja studiert, dass das besonders eine Anspielung ist auf 2. Korinther 1, Vers 20, wo es heißt, in allen Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Das heißt, die Frage ist, kommt in der Botschaft an die Gemeinde Laodicea irgendwo eine Verheißung vor, in der in Jesus das Ja ist? Habt ihr eine Idee? Wo kommt in der Botschaft an die Gemeinde Laodicea eine Verheißung vor? 20. Gut. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen. Also tatsächlich kommt hier eine Verheißung vor. Dann wird Jesus genannt der treue und wahrhaftige Zeuge. Wir hatten das schon, ich möchte es einfach nur noch mal kurz Revue passieren lassen und einen weiteren Text erwähnen. Der steht in Sprüche 14, Vers 25. Lasst uns den aufschlagen. Sprüche 14, Vers 25, der treue und wahrhaftige Zeuge. Einfach eine kurze Wiederholung und eine Ergänzung. Sprüche 14, Vers 25, ein wahrhaftiger Zeuge rettet Leben. Ein wahrhaftiger Zeuge ist ein Seelenretter. Jesus Christus ist ein Seelenretter. Und wenn er den Ratschlag gibt, ich rate dir von mir zu kaufen, dann geht es um nichts weniger als um unsere Seele, als um unser Leben. Weiterhin nennt er sich den Anfang der Schöpfung Gottes. Auch hier wollen wir noch einmal kurz wiederholen und gemeinsam aufschlagen Kolosser 1, Vers 16 bis 18. Wir haben ja schon gehört davon, dass der Brief an die Gemeinde Kolosser auch an Laodicea gesandt werden sollte. Das heißt, die Gemeinde Laodicea, wenn sie das Sendschreiben von Johannes, dem Jünger, erhält, kannte bereits den Brief an die Gemeinde Kolosser. Und wenn sie jetzt hören, Jesus ist der Anfang der Schöpfung, dann war für sie völlig klar, was damit gemeint ist. Nicht, dass er ein geschaffenes Wesen ist, sondern so wie sie gelesen haben in Paulus Brief an die Kolosser, Kapitel 1, Vers 16 bis 18. Dort heißt es, in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang. Genau das gleiche Wort wie in Offenbarung 3, Vers 14. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das heißt, hier wird ganz klargestellt, Jesus Christus ist der Schöpfer selbst. Er ist nicht nur das, er ist der Eigentümer des Universums. Man könnte auch übersetzen, die Autorität des Universums. Und er ist es, der diesen Ratschlag gibt. Ich rate dir, zu kaufen. Mit du, das geht ganz schnell, ist natürlich der Engel der Gemeinde Laodicea beziehungsweise die Gemeinde Laodicea selbst gemeint. Warum jetzt ein Rat Jesu?
Wir haben schon gesagt, in den anderen Sendschreiben, da kommt er immer gleich zur Sache und gibt eigentlich schon wie einen Befehl als Lösung. Aber hier sagt er, ich rate dir etwas. Wann raten wir jemandem etwas? Warum ist hier Rat notwendig? Ich denke, ein Rat ist ganz besonders dann notwendig, wenn zwei Personen zusammenkommen und die eine Person zum Beispiel sehr viel mehr Erfahrung hat als die andere. Zum Beispiel einfach deshalb, weil sie älter ist. Es könnte ein Vater sein, der zu seinem Kind spricht. Ein Vater könnte zu seinem Kind sagen, du, ich rate dir etwas. Weiterhin ist ein Rat auch besonders dann notwendig, wenn eine Person sehr viel mehr weiß als die andere oder etwas sieht, was die andere Person nicht erkennen kann, oder? Warum kann man Laodicea nicht gleich sagen, tue Buße? Warum muss man erst sagen, ich rate dir etwas? Weil Laodicea um seinen eigenen Zustand nicht weiß. Die sehen gar nicht das Problem. Deshalb braucht es einen Ratgeber, der sich sozusagen mit der Gemeinde zusammen hinsetzt und ihr erst einmal aufzeigt, wo das Problem liegt. Und wir haben schon gehört, wenn ich das Problem nicht sehen kann, wie soll ich die Lösung wissen? Wie soll ich die Lösung umsetzen? Geht ja gar nicht. Ich denke, es hat einen triftigen Grund, dass Jesus hier einen Rat gibt. Es ist weiterhin so, dass es ein Rat der Weisheit ist. Jesus gibt uns einen weisen Rat. So wie es heißt in den Sprüchen, oder? In der Menge der Ratgeber liegt Weisheit. Wie viel mehr Weisheit liegt in einem Rat vom Sohn Gottes? Es ist auch nicht nur eine Weisheitsberatung, es ist eine Investmentberatung. Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf. Er legt uns ans Herz, in was wir investieren sollen. Und er berät uns bezüglich unserem Leben. Denn wir haben schon gesagt, das ist eine Botschaft auf Leben und Tod. Doch jetzt wollen wir uns die Frage stellen, wo kommt in der Bibel das Wort Rat vor? Wo wird Gott in der Bibel ein Ratgeber genannt? Habt ihr Ideen? Welche Texte kommen euch in den Sinn? Wir suchen Bibeltexte, wo Gott als ein Ratgeber bezeichnet wird. Jesaja. Okay, das hört sich gut an. Genauer noch. 9 und 11. Sehr gut. 9 und 11, super. Was kommt euch noch in den Sinn? Gott als Ratgeber. Lasst uns gemeinsam aufschlagen. Es geht schon los, natürlich im Alten Testament. 5. Mose 32. 5. Mose Kapitel 32, Vers 28. Ich bin froh, dass das nicht Laodicea beschreibt. 5. Mose 32, Vers 28. Dort heißt es, Israel ist ein Volk, spricht Gott der Herr, dem man nicht mehr raten kann. In anderen Übersetzungen heißt es, es ist ein Volk ohne Rat. Das heißt, das ist ganz schön kritisch. Eine kritische Situation. Wenn man kurz vor dem Tod steht, kurz davor steht, ausgespuckt zu werden und man keinen Ratschlag bekommt, dann ist es vorbei. Laodicea hat einen Rat und dieser Rat kommt von Jesus Christus. Dann, ihr habt schon gesagt, Jesaja, ich möchte zuerst zu Jesaja 30 gehen, Jesaja 30, Vers 1. Und dort heißt es, Jesaja 30, Vers 1, manchmal ist es nicht einfach nur ein fehlender Rat, sondern dass man vielleicht auch an der falschen Stelle Rat einholt. Jesaja 30, Vers 1, weh den abtrünnigen Kindern, spricht der Herr, die ohne mich Ratschlüsse fassen und ohne meinen Geist Bündnisse eingehen, um eine Sünde auf die andere zu häufen. Das heißt, wenn Jesus rät, der Gemeinde Laodicea, dann scheint das ein Schutz zu sein, oder? Vor Sünde. Denn wenn wir selber uns beratschlagen oder selber unsere Bündnisse eingehen, dann kann uns das so gehen, wie hier in Jesaja beschrieben ist. Da kommt eine Sünde nach der anderen und wir wundern uns, warum wir keinen Sieg haben in unserem Leben.
Dann Jesaja 9, Vers 5. Wir bleiben im gleichen Buch. Ihr kennt den Text alle sehr gut. Dort ist von dem Messias die Rede, von Jesus Christus, und er wird genannt ein wunderbarer Ratgeber oder ein Ratgeber der Wunder. Dann in Jesaja 11, Vers 2 wird wieder vom Messias gesprochen, wieder von Jesus Christus, und er wird genannt ein Mensch, auf dem der Geist des Ratgebens, des Rats ruht. Und jetzt noch einmal ein Text in Jesaja, Jesaja 46, Vers 10. Dort heißt es, Jesaja 46, Vers 10, ich habe von Anfang an verkündigt, was hernachkommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, was ich beschlossen habe, geschieht, und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Das heißt, Jesu Rat ist wirklich ein sehr effektiver Rat. Wenn der befolgt wird, dann wird das genau umgesetzt. Doch jetzt zum Kaufen. Sein Rat ist ja schließlich zu kaufen, oder? Und wir haben schon gesagt, wie soll ein armer, blinder, nackter Bettler kaufen? Es ist geistlich zu verstehen, ja, aber trotzdem, was heißt das? Kaufen heißt ja nicht einfach nur als Geschenk annehmen, oder? Was heißt das, kaufen? Warum kaufen? Dafür möchte ich kurz mit euch darüber nachdenken, wie es zumindest in Deutschland ist. Ich weiß nicht, wie es in den anderen europäischen Ländern ist, wahrscheinlich recht ähnlich, aber wie ist denn ein Kaufvertrag aufgebaut? Ein Kaufvertrag umfasst logischerweise zwei Parteien, den Verkäufer und den Käufer. Und beide haben von Gesetz wegen Verpflichtungen. Und zwar zwei Verpflichtungen. Der Verkäufer, er hat die Verpflichtung, eine Ware ohne Mangel bereitzustellen. Das ist doch interessant, oder? Da könnten wir jetzt ganz lange darüber reden, wie oft wir schon Dinge gekauft haben, oder? Die einen Mangel hatten. Glücklicherweise ist es hier Jesus, der sagt, kauft von mir. Also wir können davon ausgehen, seine Ware ist ohne Mangel. Die zweite Aufgabe des Verkäufers von Rechts wegen ist, dass er das Eigentum an der Ware bereitstellen muss. Logisch, oder? Das kann nicht sein, dass jemand etwas stiehlt und dann jemand anderem weiterverkauft. Da hat er doch gar nicht das Eigentumsrecht. Aber Jesus, er ist der Schöpfer, er hat das Eigentumsrecht in wahrhaftigem Sinne. Er kann uns etwas geben. Dann die Aufgaben des Käufers, wiederum zwei. Der Käufer ist verpflichtet von Gesetz wegen, die Ware fristgerecht zu bezahlen. Zweitens, den gekauften Gegenstand entgegenzunehmen. Dann ist der Kaufvertrag abgeschlossen, oder? Und dann würden wir in der heutigen Wirtschaftssprache von einem erfolgreichen Kauf sprechen. Vorausgesetzt, der Käufer hat auch das, was er wirklich wollte. Kaufen im Griechischen bedeutet agorazo. Da kommt das Wort her. Manchmal ist es doch gut, die biblischen Sprachen zu kennen. Ich möchte nur eine kurze Ergänzung machen. Ich finde es sehr bezeichnend, dass viele der Reformatoren sich so viel Mühe gemacht haben, die biblischen Sprachen zu verstehen, damit die Übersetzungen, die wir heute in der Hand halten, möglichst genau sind. Griechisch agorazo bedeutet auf den Marktplatz gehen, um etwas einzukaufen. Und jetzt in der antiken Welt, oder? Da war das ein bisschen anders als heute. Nicht irgendwie Amazon Marketplace und dann ein Klick und dann habe ich es gekauft. Nein, in der antiken Welt war das anders. Da ist man wirklich auf den Markt gegangen und wir haben schon gehört, Laodicea hatte wirklich einen Marktplatz. Und dann hat man dort, ja, man hat den Verkäufer gesehen, oder? Man ist dem begegnet, man stand ihm direkt gegenüber, man hat auch die Ware gesehen und dann hat man das Geschäft gemacht. Das ist doch interessant. Jesus möchte, dass wir auf ihn zukommen. Und er kommt zu uns. Und er bietet uns himmlische Güter an. Es ist sozusagen ein himmlischer Marktplatz.
Jetzt ist die Frage immer noch mit dem Kaufen. Wir wollen nachdenken über das Kaufen in der Offenbarung und dann über das Kaufen in der Bibel. Was fällt euch ein über das Kaufen in der Offenbarung? Babylon, genau. Babylon ist auch ganz fleißig am Kaufen und am Verkaufen, aber es wird nicht von Gott gelobt. Und dann heißt es, das ist Kapitel 13, oder? Und dann erlassen sie sogar das Gesetz, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, er hat das Malzeichen des Tieres. Und später heißt es dann in Offenbarung 18, dass die Kaufleute der Welt weinen, oder, über den Untergang Babylons und niemand kauft mehr. Was sagt die Offenbarung noch über das Kaufen? Ja? Ohne Geld zu kaufen. Ja. Christus hat uns erkauft. Offenbarung 5, Vers 9. Offenbarung 5, Vers 9. Dort heißt es, Offenbarung 5, Vers 9, sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das heißt, Jesus hat auch schon gekauft. Und zwar, er hat Menschen gekauft aus allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Und das Kaufmittel war sein Blut, sein Tod. Und dann heißt es noch, das ist noch der letzte Text in der Offenbarung, wo es vom Kaufen redet, Offenbarung 14, Vers 4. Die 144.000 sind ebenso erkauft durch Jesus Christus. Das heißt, es gibt in der Offenbarung zwei verschiedene Arten zu kaufen, oder? Es gibt einmal die Kaufmethode Jesu und es gibt die Kaufmethode Babylons. Was ist der Unterschied? Die Kaufmethode Jesu ist, ich gebe mein Blut, ich gebe alles für jemand anderen, das er selber nicht bezahlen kann. Die Kaufmethode Babylons ist, ich nehme alles und behalte es für mich. Es ist mir egal, wie es dem anderen geht. Wenn wir kaufen sollen von Jesus, was meint ihr, in welcher Art und Weise sollen wir von ihm kaufen? Auf seine Art und Weise oder auf babylonische Art und Weise? Schon auf seine Art und Weise, oder? Deshalb lasst uns weitergehen. Kaufen in der Bibel. Nochmal zurück in das Buch Jesaja. Jesaja 50. Da wird dieser Gedanke, der in der Offenbarung ist, noch einmal bestätigt. Und die Offenbarung ist reich an biblischer Sprache. Dort heißt es, Jesaja Kapitel 50, Vers 1, zweite Hälfte. Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft, sagt Gott. Das heißt, noch bevor wir irgendetwas kaufen, sind wir schon verkauft. Das Gleiche kommt in Jesaja 52, Vers 3, so spricht der Herr, ihr seid umsonst verkauft, ihr sollt auch ohne Geld gelöst werden. Und dieser Gedanke, der kommt vor im Neuen Testament. Als Jesu Jünger die Frage stellen, ja, wie kann man Jesus nachfolgen? Da sagt Jesus in Matthäus 16, Vers 26, was kann der Mensch geben, womit er seine Seele, sein Leben auslöse? Oder wir könnten auch übersetzen, kaufe. Und die logische Antwort ist, nichts. Wir können den Preis, den es kostet, von Sünde frei zu werden, ein siegreiches Leben zu führen, von einem Zustand der Gemeinde Laodicea zu einer siegreichen Gemeinde zu kommen, nicht selbst bezahlen. Jesus hat diesen Preis bezahlt. Das ist eine unglaubliche Vorstellung. Wenn wir nochmal zu dem Verkaufsvertrag zurückgehen, das wäre genauso, wie wenn jetzt auf einmal der Verkäufer noch die Verpflichtung des Käufers übernimmt, den Preis zu bezahlen. Sodass dem Käufer nur noch eine letzte Verpflichtung bleibt. Die Ware ist ohne Mängel, das Eigentum wird bereitgestellt, die Ware ist bezahlt. Was bleibt noch übrig? Annehmen.
annehmen. Das wäre genauso, wenn wir zu dem Bettler an der Straße in Stuttgart zurückgehen und wenn vielleicht ein Eigentümer eines Einkaufszentrums zu ihm hingehen würde und sagen würde, ja, kaufe du, der Preis ist schon bezahlt, geh einfach in das Einkaufszentrum und nimm dir, was du brauchst. Oder noch besser, der Bürgermeister von Stuttgart würde sagen, ja, es ist alles bezahlt, ich stelle es dir zur Verfügung, Kleidung, Essen und sogar eine medizinische Behandlung, damit du wieder sehen kannst. Aber ihr merkt, dieses Bild hinkt. Aber wenn Jesus sagt, der Preis ist bezahlt, dann ist er wirklich bezahlt. Und dann ist es nur noch das Annehmen, was fehlt. Und genauso wie es heißt in Offenbarung 5, er hat mit seinem Blut Menschen für Gott erkauft, so gäbe es viele andere Texte, ich erwähne sie nur, 5. Mose 32, 6, ist Gott nicht dein Vater und Herr, der dich geschaffen und erkauft hat? Oder 1. Korinther 6, Vers 20 und 7, Vers 23, ihr seid teuer erkauft, sagt Paulus. Und dann gibt es da das Gleichnis von der Perle, das ihr auch kennt. Da ist ein Kaufmann und er sieht eine kostbare Perle und sie erscheint ihm so wertvoll, dass er alles dahin gibt, alles verkauft, um diese Perle zu kaufen, oder? Und wir wissen, diese Perle ist Jesus Christus selbst. Und weiter in Matthäus hören wir, es gibt auch einen Moment, wo es zu spät ist zu kaufen. Das ist bei den 10 Jungfrauen, wo dann die Klugen zu den Törichten sagen, in dem Moment, wo der Bräutigam kommt, ja, jetzt, wo euch das Öl fehlt, unseres können wir nicht geben, oder? Das brauchen wir selber. Aber ihr könnt ja noch gehen und kaufen. Aber wir wissen, beziehungsweise der Text lässt das interessanterweise offen, sie erscheinen zwar später bei der Tür der Hochzeit, aber es wird nicht gesagt, ob sie Öl bekommen haben. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall zu spät. Deshalb hat diese Botschaft an die Gemeinde Laodicea eine enorme Brisanz. Es geht nicht nur darum, dass Jesus uns rät zu kaufen, sondern er rät uns sogar rechtzeitig zu kaufen, denn es kommt der Moment, wo wir nicht mehr kaufen können. Wo, obwohl der Preis bezahlt ist, eine Annahme des Geschenkes oder dieses Preises zu spät wäre. Und das bringt uns zu dem Text, auf den ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit gewartet habt. Wir haben ja noch knapp 5 Minuten. Jesaja 55. Wie kaufen wir ohne Geld? Jesaja 55, Vers 1 bis 3. Jesaja 55, Vers 1 bis 3. Dort heißt es, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld für das da, was kein Brot ist und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnadengaben Davids zu geben. Wie wird in diesem Text ohne Geld gekauft? Was würdet ihr sagen? Wie funktioniert das? Jetzt mal auf den Alltag bezogen. Es geht ohne Geld. Es ist ein geistliches Kaufen, aber wie funktioniert das? Bitte? Jawohl. Es wird gesagt, sie sollen hören und sollen zu dem Herrn kommen. Von medizinischer Seite ist es interessant, weil ja nun das Sehorgan als Sinnesorgan bei Laodicea ausgeschaltet ist, weil sie blind sind, bleiben noch andere Sinnesorgane übrig, oder? Die Jesus anspricht. Welche Sinnesorgane spricht Jesus an in der Botschaft an Laodicea? Die Ohren, jawohl, was noch? Ja, die Augen sollen geheilt werden, genau, was noch? Bitte? Das Herz, ja, Sinnesorgan. Wir reden jetzt von den 5 Sinnesorganen, klassisch. Fühlen. Genau, jawohl. Und was noch? Schmecken, genau. Der soll das Abendmahl halten mit mir und ich mit ihm. Ganz genau. Jesus konzentriert sich auf das, was bei einem Menschen
der durch seine Sünde verkauft ist, noch funktioniert. Und das ist nicht so sehr das geistliche Unterscheidungsvermögen, was noch funktioniert, sondern es ist das Gehör. Offensichtlich möchte Jesus, dass wir auf ihn hören. Und hören im Biblischen heißt nicht nur einfach hören. Ihr kennt das ja bei den Kindern, oder? Wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, ja, hast du mich gehört? Was heißt das? Hast du mich verstanden? Tust du das auch? Oder? Auch gehorsam sein. Also erstmal ganz genau hinhören, riechen, fühlen, schmecken, wie kostbar das Opfer Jesu ist. Haben wir das verstanden, dass er alles gegeben hat, dass er sein Blut gegeben hat, dass er den Preis bezahlt hat? Wenn wir da mal genau hinhören, was die Bibel sagt und was der Geist Gottes uns sagt, dann würde das unseren Zustand schon verändern. In dem Sinne, so könnte man sagen, wir kennen ja sonst den Text, durch Anschauen werden wir verwandelt, in dem Fall durch Hören. Durch Hören und zu Jesus gehen, ihm die Tür aufmachen, oder? Ihn reinlassen. Lasst uns noch einen Text lesen. Und zwar in Apostelgeschichte 13. Ich brauche noch eine Minute. Apostelgeschichte 13. Und dort, wir haben davon schon gestern gehört, ich möchte es nochmal erwähnen, auf Apostelgeschichte 13, Vers 32 bis 39, erklärt das sehr schön. Dort wird es nochmal erklärt, was das für ein ewiger Bund ist, den Jesus hier anbietet, in den wir eintreten dürfen. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen wollte, hat er so gesagt, ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu bewahren. Das ist das Element des ewigen Bundes, die Gnadengaben Davids. Darum sagt er auch an anderer Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe, denn nachdem David zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, ist er entschlafen und zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass auch durch ihn euch Vergebung der Sünden verkündigt ist. Das ist etwas, was man hört, Vergebung der Sünden. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Glaube, das für wahrnehmen, das für ernst nehmen, was Jesus sagt, ist eine gute Möglichkeit einzukaufen beim Herrn. Im Prinzip ist es eigentlich eine völlige Hingabe. Und das erinnert mich an einen Missionsbericht, mit dem ich gerne schließen möchte. Ihr kennt ihn vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn ganz korrekt im Kopf habe, aber den Hauptgedanken, den habe ich richtig im Kopf. Es ging um einen kleinen Bub, der am Sabbat bei der Gabensammlung dabei war und er war sehr arm und so gingen die Körbchen durch die Reihen und er hat sich überlegt, was soll ich geben? Er hatte keine Mama oder keinen Papa, der ihm da noch ein paar Groschen gegeben hätte und er hat hin und her überlegt, was soll ich nur geben? Was kann ich dem Herrn, der mich so lieb hat, geben? Und dann hat er sich entschlossen, er stellt sich hin, nimmt das Gabenkörbchen, stellt es auf den Boden und stellt sich selbst hinein. Er hat, glaube ich, verstanden, was biblisch kaufen bedeutet, was biblisch Gott eine Gabe geben bedeutet. Wenn man nichts hat, was man geben kann, im Sinne von geistlichem Reichtum, im Sinne von geistlicher Gerechtigkeit und im Sinne von geistlichem Unterscheidungsvermögen, dann hat man trotzdem noch etwas, was man geben kann. Sich selbst. Mit allem, was man ist und hat. Eine völlige Übergabe. Ich glaube, das ist das, was Jesus sich wünscht. Amen.